Guten Morgen aus Neapel. Napoli, ich möchte vorstellen, mein Weltmeisterstamm, Isabelle Pastel, Gelbibor Schimmel. 370 Punkte, wie man sehen kann. Ein sehr schöner Stamm. Ja, da. Dann haben wir nebendran den Vize-Weltmeister mit 362 Punkten. Und dann habe ich noch einen Stamm. Isabelle Pastel weiß rezessiv. Da kommen wir gleich dazu. Ich möchte das mal ein bisschen präsentieren für die Öffentlichkeit. Das ist unser Hobby, die Vogelzucht. Allgemein ein bisschen in das positive Licht bringt. Die Vögel sind sehr gut versorgt. Jeden Tag frisches Wasser, jeden Tag frisches Futter. Gesundheitscheck mache ich auch, wenn ich vor Ort bin. Und natürlich die Verantwortungsvollen von der KOM gestellten, jeweils für die Länder, die Helfer. Und die Vögel füttern und Frischwasser geben. So, das war dies, dass mal das Hobby-Vogelzucht nicht nur in das Negative rutscht, das soll auch mal in das Positive gerutscht werden. Die Vögel sind alle gesund, wie man sieht, durchschwingt, ist kein Vogel krank. So, jetzt gehen wir mal zu meinem Isabelle Pastel, weiß rezessiv, Stamm, Platz 3, Bronze. Sehr schöne Vögel. Bin zufrieden damit. Ja, was gibt's noch zu sagen? Die Weltmeisterschaft allgemein ist ein klein wenig, was das mit dem der Bewirtung der Gäste, der Aussteller, der Zugereisten betrifft, ist diese Weltmeisterschaft, die 70. ein bisschen wenig bestückt damit. Das heißt, man kann sich nirgendwo hinsetzen, mal reden mit Kollegen, gemütlich was essen, was trinken, ist hier in Napoli in dieser Halle nicht möglich. Es gibt eine Bar, das sind 3 Strandtische aus Plastik, die sitzt voll mit Rentnern, da gehen wir Jungen nicht hin, um die Rentner zu vertreiben. Es sind ältere Züchter und Züchterinnen hier, die möchten sich gerne mal ausruhen. Die haben geöffnet von 9 bis 19 Uhr heute. Heute Abend gehen die älteren Leute am Stock und haben Schmerzen, Muskelkater, egal was. Wir bitten darum, wenn wieder mal in Italien eine Weltmeisterschaft ist, sorgt bitte für Sitzgelegenheiten in den Ausstellungshallen. So, ich tue mich mal verabschieden. Übrigens, das Video erstellt gerade einer mit meinem Handy, das ist Roger Wehrwein. Erste Vorsitzende vom Willingshauser Vogelzugverein, wo ich jetzt dazutrete, als Mitglied und als Fachkraft, werde ich diesen Verein unterstützen. Und Sie unterstützen mich, indem ich damit dabei sein darf. Vielen Dank. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Roger, vielen Dank. Bitte, bitte.